Wir sind ein Team. Wir sind ein Team. Wir sind ein Team. Wir sind ein Team. Wir lernen, wie man so Rollstuhlbasketball spielt. Und das finde ich schon ein bisschen cool. Macht das Spaß? Ja. Ich träume davon, dass ich irgendwann mal vielleicht Profi-Rollstuhlbasketball werde. Und das professionell ausüben kann. Das würde mich freuen, wenn das klappen würde. Ja, das ist Basketball! Jawohl! Paul ist jetzt 16 Jahre alt, ist von Geburt an querschnittsgelähmt und fährt ja, schon immer Rollstuhl. Sehr aufgeweckt, sehr mobil, kontaktfreudig, immer das letzte Wort. Das ist Paul. Paul, sein Selbstbewusstsein ist unwahrscheinlich gestiegen. Die Anerkennung, die er in dem Sport findet, das hat ihn unwahrscheinlich gestärkt. Nach außen hin auch gestärkt. Andere berichten vom Fußball und er eben vom Basketball, vom Rollstuhlbasketball. Das ist mir sehr wichtig, diesen Sport auszuüben. Das bringt mir am meisten, dass man lernt, wie man richtig mit dem Rollstuhl umgeht. Das habe ich am Anfang sehr viel gelernt. Jetzt das halt auch Krafttraining bringt mir das, Geschwindigkeit, sowas bringt mir das halt. Der Verein ist mega wichtig, weil so viele sportliche Angebote für gehandicapte Kinder gibt es einfach noch nicht. Und das, was der Verein hier leistet, ist einfach nur Spitze und das muss gefördert und getragen werden. Erik ist 10 Jahre, geht in die 5. Klasse, hat Muskelschwund. Und sitzt deswegen im Rolli. Als er dann das erste Mal hier war und die vielen Kinder gesehen hat und dass er nicht nur er alleine im Rolli sitzt, sage ich jetzt einfach mal so, da war er dann total begeistert. Um jeden Zentimeter, wenn der Korb höher gestellt wird und er trifft dann da rein, da ist er stolz wie Oskar. Meine Eltern finden es dann ganz spannend, wenn ich nach Hause komme und was erzähle, was ich so gemacht habe. Er ist viel lockerer geworden, viel offener im Umgang mit Fremden und mit anderen Kindern kommt er sofort in Kontakt und macht alles viel mehr Spaß, denn wenn er weiß, dienstags geht's hierher und da freut er sich halt drauf und das klappt einfach ganz super. Das finde ich cool, wie wir uns alle richtig cool verstehen und der Trainer macht doch nicht immer das Gleiche. Auch immer abwechselnd, also für die ganz Schnellen und Großen macht er ein Programm und für uns Kleinen macht er auch extra ein Programm. Und das finde ich super, wie er es in der Kontrolle hat. Cassandra ist 13 Jahre. Wir kommen jetzt seit ca. anderthalb Jahren regelmäßig nach Exleben. Sie fühlt sich hier sehr, sehr wohl, ist wesentlich ausgeglichener, seitdem sie den Sport hat. Lustig war sie schon immer, aber seitdem lacht sie nur noch. Man merkt es auch an ihren schulischen Leistungen, die haben sich wesentlich stabilisiert. Und ansonsten hat sie ihre Leidenschaft entdeckt. Na Tobi, los, nimm den Ball! Tobi! Tobi, schnell! Der Verein ist eigentlich für uns momentan alles, weil Cassandra dadurch... Sie war schon immer glücklich, aber das ist so das i-Tüpfelchen. Also, und das hätten wir ohne den Verein nie hingekriegt. Super. Okay, komm, alle zusammen. Guten Tag. Mittlerweile möchte sie dann, also fahren wir dann auch schon mit zu den Heimspielen sowieso. Wir fahren teilweise mit zu den Auswärtsspielen. Unsere Spieler rollen ein mit ihren Paten. Thank you.
Okay. Nein, nein, so weit, so weit. Was? So weit. Das bist du. Ja, auf den Meter, okay? Komm, komm mal.